In Nordindien gelten Kühe als heilige Tiere. In Kerala, im Süden des Landes, ist dies anders. Diese Kuh ist Zeugnis für ein Projekt, das Kerala verändert hat. Heute trinkt die Bevölkerung 8-mal mehr Milch als in den 60er Jahren. Und die Milch ist zu einem wichtigen Einkommen für die Bauern geworden. Martin Menzi hatte wesentlichen Anteil an dieser Entwicklung. Er reiste 1968 mit seiner Familie nach Kerala. Im Jahr 68 haben sie erstmals einen Zuchtdienst, einen Besamungsdienst aufgezogen. Mit einer mobilen Einheit, wo ein Jeep da durch die Dörfli und Hügel gefahren ist und an verschiedenen Orten still hat, zu fixen Zeiten. Und die Bauern und die Teearbeiter, die es Kuhli hatten, haben dort ihre Kühe bringen für die Besamung. Ce veau s'appelle Helvetia. C'est le premier produit de croisement indo-suisse. Guillaume Tell est le second veau né à Madupati de père suisse et de mère indienne. Da haben sie aber grosse Augen gemacht, dass sie die paar Liter Milch im Backt gesehen haben. Und wenn man ihnen dann erst noch sagen kann, jetzt kannst du die dort an die Sammelstelle bringen. Das war für die Weihnachten, wirklich. Und hat für viele wirklich ihre, zum Teil sehr prekäre Existenzgrundlage, also nachhaltig verbessert. Der Zeitfaktor ist wichtig, das persönliche Engagement, die persönliche Beziehung, das gegenseitige Vertrauen, die Begegnung auf gleicher Ebene. Das sind, glaube ich, die entscheidenden Faktoren in der sogenannten technischen oder Entwicklungszusammenarbeit. Wir sind nur Curry Leaf im Curry, können nur helfen, als Katalysator sozusagen.